Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Slime Rancher. So, wir sind wieder in meinem super-duper Spielstand drinnen. Man sieht es unten an den Münzen, 70.946, einen Schlüssel. Eigentlich hatte ich zwei, aber ich musste ja natürlich hier noch in die antiken Ruinen das Portal öffnen. Das habe ich jetzt mal so gutmütig, wie ich bin, offscreen gemacht. War ja nur ein bisschen Popo da in die Schlüssel reinsetzen. Und ich habe mich schon mal hier hingesetzt, habe ein bisschen Quantenplot gesammelt und ja, wir können jetzt hier erst einmal die lilane Schatztruhe öffnen. Was haben wir da? Komm. Und die Herzrübe knall ich mal schnell weg. Nehme das hier schnell mit. Denn das Zeug ist wertvoll. Da hinten habe ich ein Portal. Das heißt, das bringen wir ganz schnell nach Hause. Der Weg ist nicht weit. Und dann ist das auf jeden Fall besser. Dann haben wir ein leeres Inventory und gut ist. So, genau. Das Portal habe ich natürlich auch noch gesetzt. Irgendwie logisch, oder? Sonst wäre es wahrscheinlich nicht da. Ihr Banditen, lasst es euch schmecken. Und wir gehen wieder zurück. So. Ja, ich weiß, ich habe keine Ausdauer, macht aber nichts. So einen weiten Sprung schaffen wir dann doch. Auch mit unseren behinderten Füßen. Naja, behindert sind sie wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich schon total muskulös. Einmal hier drauf. Und dann da hoch. Ne, mal im Ernst, ich will da oben landen. Uiuiuiui, das war knapp. Also irgendwie ist das ab und an ein bisschen strange. Gut, aber jetzt. Meine Vermutung, wo die Glaswüste war, war natürlich korrekt. Nur wir haben natürlich einen Schlüssel gebraucht. Den haben wir jetzt, also kommen wir jetzt problemlos in die Glaswüste rein. Es wird Zeit, Leute. Die letzte Folge war ein absoluter Irrweg, aber bis ich im anderen Game Safe jetzt wieder einen Schlüssel kriege und sowas, das muss ja nicht sein. So, dann haben wir hier unten natürlich auch nochmal einen Schatz. Was haben wir hier Feines denn jetzt? Bitte nicht auch schon wieder irgendwelche Ressourcen. Danke. Fortgeschrittene Gordo-Falle. Tja, das müssen wir noch angucken. Ich habe gesehen, es gibt jetzt irgendwie eine Gordo-Falle. Keine Ahnung, was die einem bringt. So, Türchen öffne dich. Und das ist besagter Raum, wo sich ein Portal öffnet. Man sieht 1, 2, 3, 4, 5 Quantenslimes. Ringen, bla bla bla. Warpstation gewesen zu sein. Ja. So. Dann. Und tja, sind wir durch, Leute. Schauen wir mal, was uns auf der anderen Seite erwartet. Rauch, Feuer und Spiegel. So, hallo Glaswüste. Okay, die Musik ist ein bisschen creepy. So, was erwartet uns jetzt hier? Ich hoffe nicht schon wieder so ein Labyrinth. Oh, was ist das hier? Kann man damit irgendwas machen? Schaut auf jeden Fall faszinierend aus. Okay, hier könnten wir theoretisch auch noch ein Portal setzen. Ich hätte noch eins in der Tasche. So, ey, schaut aber echt geil aus, Leute. Die Kristalle und hier müsste es eigentlich jetzt ein paar neue Slime-Sorten geben. Boah, ist das ein Mordsding hier. Ui, was bist du denn für einer? Ein Drehwisch-Slime. Geil. Frucht. Liebling Pieksbirne. Mhm.
Ach du Scheiße. Riesige Zyklone verursachen, die so ziemlich alles aufsaugen und herumschleudern, was sie berühren. Da bin ich ja mal gespannt, Leute. Cool, einen neuen Slime haben wir schon mal. Gibt's sonst irgendwas Cooles? Okay, das Gebiet scheint ziemlich riesig zu sein, aber irgendwie ganz schön leer. Wo sind denn die ganzen Slimes und alles? Hallo, ist hier jemand? Ha! Dich nehme ich mit. Und du? Ein Kaktus oder sowas. Dich nehme ich auch mit. Dich kenne ich schon. Und du tust mir natürlich weh. Okay, die Musik hier ist echt creepy. Nichts für ungut, aber es ist echt... Was bist du denn? Es gibt hier wohl Oasen, die man erst zum Leben erwecken muss. Okay, das wird schon mal nichts. Hä, was ist das denn? Bemaltes Huhn. Manche glauben, dass es was am Ende des Regenbogens liegt. Total enttäuschend. Aha. Okay, haben wir schon mal hier bemalte Hühner. Hey, hier ist doch ein Wirbelsturm, oder? Hey, abgefahren, Leute. Ein Küken von einem bemalten Huhn, oder? Ja, bemaltes Küken. Wer kommt her und bemalt die Küken? Das ist eine Schweinerei. Das tut man nicht. Ah, bla bla bla. Eine solare Anomalie, okay. Okay, wir werden das erkennen, wenn wir es sehen. Na, ich bin ja gespannt. Auf die solare Anomalie. Das schaut aus wie Treibsand. Ey, schaut echt geil aus, Leute. Hey, da oben ist nochmal ein Gordo. Was bist du denn für ein Gordo? Genau, das ist der, der... What? Das ist der, der Hühnchen mag. Ich glaube, dass hinter ihm... ist, glaube ich, das Portal nach Hause. Das habe ich irgendwo schon gesehen. Schaut auf jeden Fall echt cool aus. Was zum Teufel ist jetzt hier los? Solare Anomalie? Okay, hier hätten wir nochmal so eine... Wow, wow, wow. Leute, uncool. Was geht denn da hinten ab? Ey, das verfolgt mich. Komm her, bemaltes Huhn. Du auch. Wir füttern damit den Gordo. Oh oh. Ich sage euch, das tut mir weh. So. Ein bisschen was haben wir ihm schon gegeben. Okay, ich glaube, das war's. Nein, das war's nicht. Aber ich habe noch keine... Hey! Feuerslime! Feuerslimes, das ist ja geil! Ey, was wir hier neue Slimes kriegen. Dich nehme ich auch mit. Wo bist du, Huhn? Okay, die Feuerslimes will ich auf jeden Fall haben. Die schauen ja mal richtig episch aus, Leute. Hammergeil! Komm her. Da hinten ist irgendein Wirbelsturm. Ich glaube, das fabriziert hier der Kollege. Davon nehme ich auch neun mit. Was passiert, wenn ich da reinlaufe? Ich will es jetzt wissen. So, nichts. Das ist jetzt fast ein bisschen enttäuschend, aber ich bin froh, dass ich nicht gestorben bin. Ich glaube, den Quantenslime kann ich mir echt in die Haare schmieren. Den brauche ich jetzt hier gerade nicht mehr. Aber wie kriege ich die... Okay, da ist nochmal eine Türe, Leute. Also wir brauchen auf jeden Fall noch einen Schlüssel. Vielleicht gibt der Gordo ja auch einen Schlüssel. Aber ich habe keinen mehr. Fuck. So. Das ist nochmal ein Huhn. Ich finde hier niemals genug Hühner, um den hier satt zu kriegen. Never. Never, never, never.
Aber wir könnten hier theoretisch irgendwo ein Portal hinstellen. Das machen wir auch. Da packen wir jetzt hier das Portal hin. Und wenn wir daheim sind, tun wir irgendwo den Endpunkt noch setzen. Aber ich will mich jetzt hier auf jeden Fall noch ein bisschen umgucken. Wo kommen wir denn her? Kommen wir von hier? Ne, hier kommen wir nicht her. Ein Huhn! Noch mehr Hühner! Komm her. Komm her. Bla bla bla. Benutze deinen Grips. Okay, das ist ein Brunnen, Leute. Ich sage euch, damit können wir... Muss ich den auffüllen? Nee. Damit sage ich euch, können wir mit dem Brunnen, das ist der Zauber, dass wir die Dinger da oben aktivieren können. Aber wie kriegen wir das Ding aktiviert? Schaut mal hier. Ein Stein. Slime. Einer. Gibt es hier noch mehrere? Da ist noch einer. Wir brauchen Pupu von dem Blauen. Wir brauchen definitiv Pupu von dem Blauen. Schade, dass ich jetzt nicht genug Hühner dabei habe. Hey, hier ist nochmal eine Tür, Leute. Wie viele Türen gibt's denn? Leck mich fett am Arsch. Das Gebiet ist ja wieder mordsgroß. Aber ein bisschen leer, finde ich. Vielleicht wird das etwas voller, wenn wir... Na, sagt schon. Die Oasen hier ein bisschen auffrischen. Okay, also hier gibt es jetzt nichts mehr. Naja, wir haben auf jeden Fall schon mal 5 Feuerslimes und Drehwisch-Slime. Aber ich glaube, es gibt hier noch eine Mosaik-Slime oder irgend sowas. Küken. Küken sind mir egal. Da haben wir das Portal gesetzt. Leider noch kein Endpunkt. Gut, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Steinpupu. Prinzipiell habe ich ja da hinten ein paar Steinwesen gesehen, aber ich habe kein Obst gesehen. Das sind ja eher die Obstfresser. Nicht eher, es sind Obstfresser. Aber schaut mal her. Okay, Huhn, du darfst leben. Damit kriegen wir nämlich ein bisschen Pupu. Kollege, du gehörst mir. So, nehme ich mit. Nehme ich mit. Mach Pupu. Danke. Und mach Pupu. Vielleicht reicht das schon für die Oase. Schauen wir nochmal hin. Schauen wir auf jeden Fall nochmal hin. Das war hier lang, gell? Jetzt schauen wir mal. Nicht, dass ich irgendeinen von den Kaschbelköpfen übersehe. Ich weiß nicht, wie viele ich davon füttern muss. So. Dann war hier hinten noch einer. Okay, das waren 2. Aber ich habe jetzt keinen mehr gesehen. Habt ihr noch einen gesehen? Was? Ah! Wo ist hin? Wo ist hin? Wo ist hin? Okay, da oben war auf jeden Fall noch einer. Okay, ich muss höher. Na, keine Energie. Meh. Okay. Aber jetzt. Jetzt kann ich es ihm direkt ins Gesicht ballern. Okay. Ob's das war? Yo, Leute! Okay, 30 Sekunden habe ich. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich scheiß gespannt. Und? Yes! Okay, vielleicht finde ich noch schnell irgendwo eine. Hey, 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 hey.
Schaut mal, was wir hier gefunden haben. Mosaik! Ich glaube, wir haben jetzt echt alle 9 Slime-Sorten gefunden. Nice, Leute! Oh, da sind noch ein paar Mosaikis. Ey, haben wir hier ernst die Quelle jetzt? Awesome! Okay, hier wird gleich das Chaos losgehen, das ist mir schon klar. Aber geil, okay, so kriegen wir auf jeden Fall ein bisschen Leben in die Bude hier rein. Ey, man sieht jetzt hier, bis dahin geht wohl... Okay. Jetzt habe ich 10 Stück davon. Sind die schwer zu halten? So, jetzt müssen wir flitzen. Flitzen, 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 flitzen. Irgendwo müsste doch noch eine Quelle, eine Ding sein. Komm schon, komm schon. Wo ist die nächste? Da ist noch eine. Da hinten ist noch eine. Ey, voll die Oasen machen wir jetzt hier auf. Nee, sonst sehe ich jetzt nichts mehr. So. Dich will ich aber und dich will ich. Vielleicht kriegen wir den Sack da oben doch noch. Wo ist er hin? Der kleine Wirbler. 10 Stück würde ich gerne mitnehmen. Ob das eine gute Idee ist? Nämlich wirbelt er nicht rum. So. Der kriegt jetzt hier erstmal nochmal ein paar Hühner in den Rachen gedrückt. Hier war doch noch irgendwo ein Hahn, oder? Ich hatte davor noch einen Hahn gesehen. Ja. Und die Katze hat ihn auch schon gesehen. Ist doch klar. Das wäre jetzt natürlich mega Premium, wenn wir das hier direkt freischalten könnten. So, jetzt habe ich 11 von denen. Und den Wirbler nehme ich auch noch mit. Jetzt bräuchten wir nur noch ein paar Feuerslimes. Dann hätten wir 10, 10, 10. Beziehungsweise 10, 10, 11. Okay. Jetzt schaut das auf jeden Fall schon mal echt geil aus, Leute. Richtig, richtig, richtig fett. Jetzt bräuchte noch ein paar Hühner und ich wäre echt mega glücklich. Ob das ewig hält oder muss ich das immer wieder nachgießen? Haben wir hier auch noch eine Oase gehabt? So ein altes Huhn können die jetzt natürlich auch mitnehmen. Na, das war kein altes. Ich glaube, das war nur ein Stony. Ich würde das Viech halt, den Gordo da oben, echt, echt gerne noch fertig füttern. Weil dann müssen wir nicht den Mordsweg nach Hause gehen. Ich meine mal, ich habe daheim Hühner ohne Ende. Das ist der Game Safe, wo wir da irgendwo nur Hühner positioniert haben. Also, daran wird es jetzt nicht mangeln. Aber ich hatte nicht daran gedacht, das Portal daheim auch schon zu setzen. Was ist das denn hier? Was ist das denn? Ich kann's auch nicht einsammeln. Ich weiß nicht, was es ist. Es schaut auf jeden Fall wunderschön aus. Ey, Leute, das ist hier so geil. Das gefällt mir. Ich glaube, das wird... Was geht denn jetzt ab? Ich habe gerade keinen Plan, was hier abgeht. Irgendwie regnet es hier gerade irgendwas runter. So. Aber ich glaube, ich habe jetzt keine weiteren Oasen mehr gesehen. Hier ist auch alles safe. Nö, hier ist nichts mehr. War es das da mit dem Gebiet? Oder habe ich noch irgendwas übersehen? Schauen wir uns nochmal ein bisschen um. Ich meine mal, ich komme jetzt hier eh nicht raus. Außer ich gehe den Weg komplett zurück. Ey, das schaut so hammergeil aus. Okay, da hinten brauchen wir auf jeden Fall einen Schlüssel. Jetzt sind auch ein paar Quantenslimes hier, wirklich? Ach ja, klar, ich habe ja Quantenpopo hier irgendwo liegen lassen. So, dann würde ich sagen, da gehen wir nicht mehr hin. Dann gehen wir wieder ein Stückchen zurück. Ich will mich noch umgucken. Vielleicht gibt es hier noch was. Ich
glaube, von da hinten kam... Oh, jetzt ist da schon wieder so ein buntes Huhn. Sogar gleich wieder zwei Stück. Ah, die drücken wir ihm schon noch in den Hals. Wahnsinn, Leute. Hammer, hammer geil. Also das Gebiet gefällt mir gut. Was sagt ihr dazu? Eher ja oder eher meh? Ich wüsste, wie viel der noch will. Ein paar haben wir mir jetzt auf jeden Fall schon in den Hals gedrückt, aber ich glaube, das reicht. Bei weitem nicht. Also, ich weiß, dass er 50 normale Hühner frisst. Ich meine, wir haben ihm jetzt schon einen guten Schwung von seinen Lieblingshühnern gegeben. Ich glaube, das ist so gut wie zwei normale Hühner. Das heißt, vielleicht haben wir ihm sogar schon 10 gegeben. Dann hätte er schon 20. Dann haben wir noch ein paar Stonies ihm reingedrückt. Also, hier sehe ich jetzt aber keine. Oase. Doch, hier ist eine Oase. Hier ist eine Oase. Okay, hier muss ich auch was reinwerfen. Aber was muss ich denn hier reinwerfen? Und was bringt's mir vor allem? Ich glaube, es gibt noch eine Slime-Sorte. Ich glaube, wir haben noch nicht alle. Okay, hier sind auch nochmal Oasen. Das heißt, hier muss es doch irgendwo noch eine weitere Quelle geben, oder? Das kann doch nicht sein, dass ich hier komplett durchlaufen muss. Das wäre richtig hart. Das ist ein riesiges Slime. Okay, hier ist auch nochmal eins. Also, es gibt auf jeden Fall noch irgendeine Slime-Sorte mit einer Pflanze auf dem Kopf, sage ich euch. Die fehlt uns noch. Aber ich hätte sie auch noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Okay, hier geht's scheinbar auch nochmal hoch. Oder kamen wir da her? Ich glaube, da kamen wir her, oder? War das unser Eingang? Ja, das ist unser Eingang. Da finden wir das Portal. Okay, direkt beim Eingang gibt es quasi auch Oasen. Aber das schaffe ich niemals in 30 Sekunden hierher zu laufen. Never. Aber ich habe jetzt nochmal 7 Hühner. Die würde ich gern verfüttern. Ach nee. Was bist du für eins? Okay, hier ist auch nochmal eine Oase. Wow. Ich glaube nämlich, dass mich die Oasen jetzt vor dem Scheiß hier schützen. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. So. Lass dir schmecken, mein Freund. Okay, die Feuerhölle fängt an. Tut mir das eigentlich hier weh? Nee. Ja, ich glaube, ich bin hier wirklich... Ich glaube, ich bin hier safe. Aber das bedeutet doch... Ja, Platsch macht's. Aber das bedeutet doch, dass hier draußen jetzt demnächst wieder... Feuerslimes eigentlich... laufen müssten. Ich hätte davon gerne noch 5. Ich gehe mal hier besser rein. Aber meine Freunde, ich gucke gerade so auf die Zeit. Wir sind schon wieder in Überlänge. Wir machen jetzt hier an der Stelle einen Cut. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare. Und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.